Wenn wir den einzelnen Menschen in all seiner Komplexität verstehen, können wir von Grund auf eine neue Psychiatrie aufbauen. Mein Name ist Stefan Hofmann und ich studiere Psychotherapie und psychotherapeutische Prozesse. Herzrasen, Kurzatmigkeit, Kaltschweiß. Eine diffuse Angst kann lähmen und Extremreaktionen des Körpers hervorrufen. Angst ist ein Gefühl, das normalerweise unser Überleben sichert. Doch kann das Gefühl auch krankhaft werden und das Leben von Betroffenen stark beeinträchtigen. Boston. Stefan Hofmann forscht zu Angststörungen und Depressionen und begreift den Menschen als Teil eines komplexen sozialen Netzwerkes. Wir sind alle vernetzt. Wir sind vernetzt durch die sozialen Medien. Wir sind vernetzt durch unser soziales Umfeld, vernetzt durch alle Finanzmärkte. Netzwerke sind überall in unserem Leben. Gleichzeitig kann jedes Individuum als ein komplexes Netzwerk gesehen werden. Unser Körper ist ein komplexes Netzwerk. Selbst auf der genetischen Ebene können wir komplexe Netzwerke erkennen. Es ist ein Netz biologischer, gesellschaftlicher und individueller Einflüsse. Ein Geflecht, das gestört sein kann. Um diese Komplexität greifbar zu machen, bedarf es Therapieformen, die ebenso pluralistisch wie unvoreingenommen, flexibel und vielfältig sind. Denn PatientInnen sind mehr als die Summe ihrer Symptome. Das ist eine ganz neue, ziemlich drastische Abkehr von der traditionellen Art und Weise, psychiatrische Forschung zu betreiben. Wir entfernen uns also von dem, was ich als latentes Krankheitsmodell bezeichnen würde, bei dem man von einer zugrunde liegenden Krankheit ausgeht und diese dann als Depression, Angststörung oder Panikstörung bezeichnet. Therapie kann ein Mittel zur Veränderung des Netzwerkes sein, um Selbstwahrnehmung, Verhalten und Emotionsregulation zu korrigieren. Doch Hofmann will auch Vorgänge auf neuronaler und molekularer Ebene besser verstehen. Denn emotionales Erleben speist sich aus vielen psychophysiologischen und biologischen Prozessen. Diese Zusammenhänge im Gehirn möchte Hofmann aufzeigen. Die Kernfrage lautet: Kann Therapieerfolg vorausgesagt werden? Im Rahmen einer Studie über die Behandlung von Angststörungen mit Hilfe einer kognitiven Verhaltenstherapie konnten erstaunliche Erkenntnisse erzielt werden. Vor Beginn der Therapie wurden den PatientInnen während FMRT-Aufnahmen unterschiedliche Bilder von wütenden und neutralen Gesichtern und Szenen gezeigt. Das Ergebnis? Personen, deren Gehirn durch die Verarbeitung der Gesichtsreize starke Aktivierungsmuster aufweist, haben nachweislich besser auf die Therapie angesprochen. Therapieerfolge signifikant durch klinische Tests vorhersagen. Ein vielversprechender Ansatz, um individuelle Behandlungen zu ermöglichen. Verständnis der zugrunde liegenden Mechanismen von emotionalen Störungen. Verständnis der Prozesse, durch die Psychotherapie funktioniert. Und diese Prozesse dann weiter zu verbessern, um vorherzusagen, wer auf eine bestimmte Intervention anspricht und wer nicht. Damit kann man die Behandlung speziell auf individuelle Bedürfnisse zuschneiden. Es ist nicht weniger als eine Revolution der Psychologie, die Stefan Hofmann sich in Marburg vorgenommen hat. Personalisierte Therapie und maßgeschneiderte Medikation sind dabei Kernaspekte seiner Arbeit, um bessere Therapieerfolge zu erzielen. Ich arbeite an einem neuen Ansatz. Wir nennen ihn prozessbasierte Therapie. Dieser bezieht viele verschiedene Orientierungen und Traditionen mit ein, auch biologische, ethnische, soziale und kulturelle Aspekte, um zu verstehen, welche Prozesse für dieses bestimmte Individuum wichtig sind, auf die wir dann zielen müssen. Mit dem im Aufbau befindlichen Zentrum für translationale klinische Psychologie kann der Austausch von unterschiedlichen Fachdisziplinen und der Ausbau eines großen Netzwerkes geebnet werden. Marburg ist sehr gastfreundlich. Sie schaffen für mich ein ideales Umfeld. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass dies an einem anderen Ort möglich wäre. Die Humboldt-Professur ist eine einzigartige Gelegenheit, eine innovative Forschung mit hohem Risiko und hohem Ertrag zu betreiben. Das langfristige Ziel ist also nichts Geringeres als eine Neugestaltung der Psychiatrie.